Bärbel Salecker, Utrübk. Und hüt, wirklich Utrübk. So, nu ist das so wie der Appelsintrieb. Das klingt fast so Assenlüttenriemel. Kiek bloß, wat für ne Pracht. Wenn man wie ich hier in Rübk der Appels so vor der Dörr hätt, tjo, dann löppte Joris Tidenklock noch mal ganz anders. In Freuer, wenn dat erste Gräun an Baum wast, do weht man, der Winter ist vorbei. Aber dann dat Hinkicken, wenn Frost kommt, dann wart jo beregend. Dat Woder wart to Is und warmt denn de Lütschen Blüten. Ist immer so, als wenn de Iskönigin süpst durwür. Dann geht dat los mit de Blütetiet. Oh, dann ist dat so scheun und de fehlen Bienen und der anderen Kollegen summt bloß so nüdelig rum und sammelt Honig und muckt dat Chlor mit de Bestäubung. Ich kann mi süpst nicht an satt sehen und rücken und muck bi no auch so rumsummen, as de Lütten helpers. Tjo, und dann fangt sie an zu wassen. Der Appels ward gröter und gröter, kriegte Farf und ward hecht und pflegt. Fehles dünn, Dach und Nacht sind die Buren dorbi. Und dann ist so wie Erntetiet. Fehle fliedige Hannen pflückt sie nu af. So vorsichtig, wie dat bloß geht. Kann's nicht einfach so afruppen. Ist ein ganz besonderen Kniff dorbi. Sonst machst du den Appel für das nächste Jahr amit kaputt. Und auch sonst müsst ganz behutsam und sorgfältig mit umgehen. Und dann suchst du alte Treckers mit der Fracht und wunderst die, da in ein paar Wegen loter bummelig alle Appels ern weg in die Kiste gefunden habt. Tjo, so ein Appel ist was Besonderes. Hey, ist ja auch ein Symbol für den Sündenfall von Adam und Eva. Hey, tjo, dat wür ein Appel. Aber das stimmt nicht. Ist wohl bloß verkehrt übersetzt. In Lateinischen heit Appel malus. Und dat bedüht auch schlecht, schlimm, boys. Und daher kommt dort wohl. Und schlecht und schlimm und boys ist der Appel jo nicht. Deswegen ist auch viel Gottes mit verbunden. In der Bibel steht sogar, dass die Würfe von Leben Gott mit einem Appel verbunden sind. Ein gutes Wort zur rechten Zeit ausgesprochen ist wie ein goldener Apfel, hält das da. Und in der Antike habt sie Appels auch kultiviert. Und da habt die Menschen Appels mit Fruchtbarkeit und Leif in Verbindung gebracht. Und wenn das um Macht geht, denn ist der Appel Oktobi. Mach's bloß mal an Reichsapfel denken. Ach, kannst so viel finden über den Appel. Aber das Scheunst ist doch, dass sie hier bei uns so gut wasst. In Seeklima gereift. Und das kannst gut schmecken. Und sogar der Dichter Ludwig Uhland hätt ein Remel über den Appel streben. Bei einem wehrte wundermild. Da war ich jüngst zu Gaste. Ein goldener Apfel war sein Schild an einem langen Aste. Es war der gute Apfelbaum, bei dem ich eingekehret. Mit süßer Kost und frischem Schaum hat er mich wohl genähret. Es kamen in sein grünes Haus viel leicht beschwingte Gäste. Sie sprangen frei und hielten Schmaus und sangen auf das Beste. Ich fand ein Bett zu süßer Ruh auf weichen grünen Matten. Der Wirt, der deckte selbst mich zu mit seinem kühlen Schatten. Nun fragte ich nach der Schuldigkeit, da schüttelt er den Wipfel. Gesegnet sei er alle Zeit, von der Wurzel bis zum Gipfel. So, und nu los, geit hin, kauft jo ein paar Appels und lot se jo schmecken. Amen.